So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass dieser PC da vor kurzem gekommen ist und die Grafikkarte schräg im Gehäuse war. Das Mainboard ist defekt. Der Verkäufer kann mir das Mainboard nicht austauschen. Ich soll den PC zurückschicken und kriege dann mein Geld wieder gutgeschrieben. Nun würde ich sagen, das machen wir jetzt. Du dann hier. Auf jeden Fall das Ganze so sicher, dass die Grafikkarte nicht wieder rausreißt. Und werde hier jetzt Unmenge an Papier reinstopfen, dass die Grafikkarte da drin noch öfter fixiert ist. Und dazu nehme ich einen Teil von dem, was ja beim PC dabei war. Raschelt jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Und würde dann versuchen, das, was fehlt, im Karton selber mit Zeitungspapier aufzufüllen. Aber was halt nicht passieren darf, ist, dass die Grafikkarte dann nachher da drin herumfliegt beim Versand und dann komplett alles zerstört. So. Da würde ich jetzt mal sagen, dass die Grafikkarte jetzt doch einigermaßen fixiert ist. Mal gucken, ob wir echt das geschwind auch zeigen können, wie das dann letztendlich aussieht. Ist jetzt komplett also zugestopft, sodass die Grafikkarte hier eigentlich selbst, wenn sie sich lockern würde, dass sie nirgendwo hin kann. Ja, hoffe ich mal, dass das Ganze dann irgendwie funktioniert. Dann müssen wir natürlich die Glasscheibe wieder drauf machen. Wird es natürlich auch ein bisschen schwieriger, die drauf zu kriegen, weil es das Ganze doch ziemlich eng war. Und jetzt auch erstmal gucken muss, wie rum gehört denn die drauf? So rum nicht. So rum. So. Wenn dann die Glasscheibe auch noch drauf ist, dann kann da eigentlich nicht mehr allzu viel passieren und so sollte man eigentlich normalerweise meiner Meinung nach auch solche Geräte vorm Transport sicherer. Das sieht jetzt zwar irgendwie ein bisschen querlich aus, wenn das halt da reingestopft ist, aber beim Transport gibt es halt definitiv Verschütterungen. Keine Ahnung, was der Postbote damit macht. Der Karton selber an sich ist ja doch recht schwer und der wird dann halt nicht immer irgendwo sauber hintragen, sondern auch mal mehr oder weniger irgendwo hinschmeißen. So, jetzt ist das Ganze hier drin auf jeden Fall so gesichert, dass da jetzt eigentlich nichts passieren dürfte. Das ist auch abgesprochen, als ich dann jetzt mit dem Verkäufer geschrieben habe, dann gefragt, was ich machen soll, weil der Slot hier hinter dem Mainboard, der ist ja ausgerissen. Also die Grafikkarte, die wird definitiv rausfallen.
was ich machen soll, ob ich die Grafikkarte separat verpacken soll oder ob ich das hier so ausfüllen soll. Dann ist es als Rückmeldung, komm mal Ausfüller. Das machen wir jetzt. Oder das haben wir jetzt gemacht. Dann tun wir noch ein bisschen eigenes Zeitungsmaterial nach unten mit Neustopfer. Nach unten sieht schon mal gut aus. Dann stellen wir den PC mal da rein. Und jetzt müssen wir das an der Seite komplett voll machen, dass der PC da drinnen nicht mehr groß ist. Groß rumrutschen kann. Eigentlich echt schade. Wäre eigentlich ein recht interessanter PC gewesen. So, auf jeden Fall hier unten ist so ein Kunststoff drin, mit dem wir das Ganze nur ein bisschen gespannt. Das ist auf jeden Fall mal von Vorteil. Die Fernbedienung müssen wir natürlich auch wieder mit einpacken. Die haben wir hier rausgeholt, dann machen wir sie auch hier wieder rein. So. Brauche ja ich bloß was, dass ich die Verpackung zukleben kann und dann geht das ganze Paket wieder zurück mit der Post. Leider hat das Ganze jetzt nicht so funktioniert und ich werde auch noch mal dem nächsten Video machen, was ich eigentlich von Fertig-PCs halt will. Das mit Fertig-PCs, dass man da Geld sparen kann, das ist leider nicht ganz so. Wenn jetzt ich so einen Fertig-PC kaufe, muss ich immer damit rechnen, ich kaufe ein schlechtes Mainboard mit. Und das ist halt nachher das Problem. Dann hat man was, wo man tauschen muss. Jetzt genau bei dem Mainboard, die haben es ja zum Laufen gekriegt, den Computer. Aber da ist ständig der PC, der CPU runterdrosselt worden, weil das Mainboard nicht für den CPU ausgelegt ist. So.
Schluss jetzt für heute. Bis zum nächsten Video. Tschüss.